Und aus dem Hadith nehmen wir eine ganze Menge von Lehren und Nutzen. Unter anderem, wir sehen hier, dass der Mann zwei Personen gefragt hat. Und wir sehen hier, dass die erste gefragte Person, wie wird sie beschrieben? Fadulla ala Rahib. Er wurde auf einen Rahib gewiesen. Der Rahib, was hier als Mönch übersetzt worden ist, der Rahib ist einfach jemand, der, das kommt von dem Begriff Rahba, Rahba bedeutet Ehrfurcht, jemand, der aufgrund der immensen Ehrfurcht vor Allah Ta'ala dem Gottesdienst gewidmet ist. Ständig darin. Das nennt man Rahib. Der Hadith lehrt uns aber einen ganz interessanten Teil, und zwar, dass es keine Zwangsläufigkeit gibt zwischen der Rahbaniyya, das heißt dieser Art des Gottesdienstes, und dem Wissen. Richtig? Die Tatsache war, das, was er getan hat, zweifache Unwissenheit. Einmal die Unwissenheit über das Urteil Allah Ta'alas über derartige Personen. Zweitens, aber hat er auch nicht klug gehandelt in Bezug seiner selbst? Du stehst vor einem Mann, der 99 Leute getötet hat. Das heißt, es ist wie ein wilder Löwe. Und er fragt dich gerade über das Urteil des Mörders. Und du erzählst ihm, dass es für ihn keine Vergebung und kein Erbarmen gibt. Selbst wenn es so wäre, hättest du ein bisschen Honig um den Bart schmieren können. Damit er dich nicht auch gleich mitnimmt. Das heißt, der Mann hat hier sich selbst Unrecht getan und dem Mann Unrecht getan durch sein Unwissen. Nicht jeder, der asketisch ist oder fromm ist, besitzt auch das Wissen. Und das entnehmen wir ganz offensichtlich aus dem Hadith des Propheten, wenn er sagte, Fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Die Überlegenheit des Alim über den Abid. Al-Abid ist der den gottesdienstlichen Handlungen zugeneigt ist, der viel Zeit darin investiert und verbringt, der Abid. Die Überlegenheit oder das Primat des Abid gegenüber, des Alim gegenüber den Abid, ist wie meine Überlegenheit über den Geringsten unter euch.